Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen zu früh angefangen. Nochmal, ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 2. Oh, hallo. Wir machen weiter. Damit habe ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Wow, okay. Darf ich das in Frage stellen oder? Nein, okay. Kann das explodieren? Nein, gut, dann brauche ich mir darüber schon mal keine Sorgen zu machen. Jedenfalls, ich habe gerade eben. Oh, es brennt. Oh, wir müssen natürlich durch die Flammen, ja klar. Ich habe gerade. Das soll doch ein schlechter Witz sein, habt ihr diese Tüte gesehen? Levitations. Da-da-da-da. Kann ich da, da. Ja, wegschieben, schön. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich habe gerade was gegessen. Mein Hund hat mein Essen gestohlen. Das heißt, ich wollte eigentlich gerade was essen. Jetzt ist er draußen im Garten und wir haben Schnee und jetzt ist er ganz glücklich und da fliegt jemand. Okay, und eine Stimme redet mit mir und da ist eine Batterie. Muss ich die rausholen? Ich weiß nicht ganz genau, was ich machen soll. Sie geht von selbst wieder rein. Okay, dann kann ich nicht. So viel zum Thema dazu. Okay. Aber ich kann sie rausziehen. Okay, wenn ich sie jetzt halt loslasse, dann fliegt sie weg. Ja, okay, das wollen wir nicht. Wir lassen sie erstmal drin, weil ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll. Halt, warte. Sauerstoff, oder? Das ist das. Und da ist auch Sauerstoff. Okay. Sauerstoff treibt Feuer an. Das heißt, wir müssen die Batterien rausholen, damit sie. Ja, wir müssen die rausholen, eindeutig. Damit die Flammen ersticken. Okay. Das machen wir dann. Und das heißt, die Batterien werden wir hoffentlich nicht brauchen, denn jetzt, ich glaube, ich werde sie verlieren, wenn ich das mache. Und hui! Ja, die sehe ich nie wieder. Aber dafür habe ich das gesehen. Wow. Wo ist jetzt da das Ding hin? Okay, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen, während irgendwie alles gerade im Rumfliegen ist. Na dann. Was soll's? So. Die Flammen sind noch da. Irgendwo gibt es noch eine dritte Batterie. Aber wo ist jetzt da die Frage? Ich meine, ich kann da nicht drüber laufen, das ist ja so anstrengend und hüpfen kann er sowieso nicht. Also das ist schon mal nicht möglich. Und auch das da. Es ist völlig unmöglich, da drüber zu laufen. Unmöglich. Oh, warte. Ach, da ist es ja. Okay, ich dachte, es wäre weggeflogen. Ja, okay. Einfach durchlaufen, das möchte ich jetzt nicht. Kann ich das durchwerfen? Ja, kann ich. Okay, so viel zum Thema dazu. Wir müssen immer noch dort durch. Na gut. Ach, oben ist noch was. Ach, oben ist noch was. Okay, dann müssen wir höchstwahrscheinlich nach oben. Batterie. Ja, okay, das hat jetzt relativ wenig gemacht. Aber das sind noch ein paar andere Stockwerke. Okay, eine Sekunde. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Oh Gott, ich hasse es, wenn wir fliegen, weil das irgendwie immer meine Kamera erstens durcheinander bringt. Und zweitens, genau, macht das mit meinem Kopf irgendwie. Und ich muss. Oh Gott, Hilfe, wo ist Boden? Wo ist. Eine Sekunde, ich muss mich orientieren. Aber ich hasse das, ich hasse das. Das ist cool, aber ich hasse es. Einfach weil es mich so durcheinander bringt. Okay, von da sind wir gekommen. Dort drüben sind die Flammen. Wenn wir jetzt halt hier hingehen, ist da ein weiteres Stockwerk. Yay. Okay. Die Türen sind aber alle verschlossen. Und wir laufen ein bisschen interessant, aber das ist ja normal. Oh! Ich hoffe, du bist zum Leben. Ich wollte nie herkommen, aber du hattest uns in dieses Kreislauf zerren. Und jetzt seh dir an, was passiert ist. Meine kleine Tochter hat sich in Menschen verwandelt. Ich musste. Wie konntest du? Wie konntest du mich hier alleine lassen? Hörst du mich? Ich musste meine Tochter töten. Oh. Okay, wir gehen mal weiter. Das war eine eher weniger schöne Nachricht. Oha, okay. Da gibt es auch noch was vielleicht. Okay. Ja, ich glaube, ich habe in der letzten Folge ja schon gesagt, was ich drüber denke mit Kindern. Wenn man sie irgendwo mit reinzieht. Und dann werden sie zu Monstern. Ich stelle mir gerade die Frage, wurde sie wirklich ein Monster oder war es nicht nur die Pubertät? Ich bin so witzig. Nein, aber im Ernst. Es gibt solche schlimmen Pubertätwitze im Internet. Ich glaube, meiner war noch einer der harmlosesten. Aber daran merkt man auch, dass ich
kein bisschen Mitgefühl habe. Ich bin trocken wie ein Fisch. Und ein Fisch ist eigentlich nicht trocken. Das war ein sehr schlechter Vergleich. Okay, da kommen wir nicht weiter, aber hier ist noch ein Stockwerk. Sind das Lampen, diese blauen Teile? Ich glaube, das sind Lampen. Son. Kaputt. Meins. Geld. Yay. Okay. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, die Waffe, die wir jetzt gerade in der Hand haben, gegen eine andere auszutauschen. Müssen wir dann schauen. Also hier ist alles verschlossen. Ach, da ist die Batterie. Und da ist eine Box, aber die interessiert uns nicht. Da-da-da-da-da. Kaputt. Und kaputt. Yay. Jetzt können wir wieder auf den Boden. Oh Gott, alles wurde blau. Okay. Die Flammen sind weg. Wir können weitergehen. Was? Nein, das sind diese komischen Teile. Und die kommen... Nur einer von denen ist echt und nur einen von denen kann ich umbringen. Aber die halten so viel aus. Ja, du bist nicht das Echte. Und die sind irgendwie... Ich weiß nicht, was das ist. Ja, schau dich. Egal, wie oft ich drauf schieße, stirb nicht. Ich muss das da schießen. Das Rechte. Und die haben dann auch so die komischen Bomben. Ja, das da. Und die tun dir nicht wirklich weh, aber trotzdem, die sind richtig irritierend. So. Das war unsere neue Waffe, die ich ausprobiert habe. Ich finde sie gar nicht mal so schlecht. Ja. Also dann, diese Teile, ich hasse die. Ich bin so froh, dass sie nicht die ganze Zeit irgendwie auftauchen im Spiel. Weil sonst würde mich das auf Dauer so aufregen. Und hier gibt es auch nichts Besonderes für uns. Das ist höchstwahrscheinlich ein Aufzug, den wir zum Glück nicht verwenden müssen. Stattdessen gehen wir durch diese Tür. Oh ja, das ist auch ein schöner Anblick. Ja, sehr schön. Und wir brauchen eine Batterie. Ah, großartig. Gibt es hier irgendwo eine gleich daneben? Nein, wir müssen eine vom großen Raum holen. Das da nehme ich mit. Na toll. Und wieder ein Aufzug. Okay, ich habe mich so früh gefreut. Wir müssen einen Aufzug fahren. Ihr wisst ja, wie sehr ich es liebe. Ja, na gut, dann holen wir mal schnell eine Batterie aus dem Zimmer nebenan. Sie ist am Öffne dich. Und die Tür öffnete sich. Ta-da-da-da-da. Okay. Irgendeine Batterie. Ha, da ist eine. Ha, ich hab sie. Dann können wir gleich wieder gehen. Das ist sehr schön. Sitz. Brav. Und wieder mitkommen. Oh, Entschuldigung, dass ich gehe. Es ist bereits sehr spät. Ich muss gleich nach meinem Hund schauen. Ich mag... Es ist bereits dunkel draußen. Es ist spät und ich mag es nicht, wenn er dann alleine draußen ist. Aber er liebt Schnee und... Er ist bestimmt jetzt gerade am Spielen. Oh, hi. Mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet. Warum reagierst du nicht? Warum lässt du mich einfach dich erschießen? Na gut, das ist passiert. Okay. Auf jeden Fall, ja. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber hat mich auch nicht wirklich erschrocken. Der sollte mich jetzt wahrscheinlich erschrecken, oder? Ja, der hat gar nicht reagiert. Er will, dass ich die Schritte befolge. Schritt 1 in die dunkle Maschine kriechen. Strauss, beruhigen Sie sich. Er kann Ihnen nicht wehtun. Er will, dass ich in die dunkle Maschine gehe, Isaac. Ich kann nicht da rein. Sie ist da drin. Sie wartet. Strauss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Strauss, hören Sie mir zu. Sie müssen weiter. Kommen Sie bis zur Bahn? Schaffen Sie das? Er kommt. Kann nicht reden. Alles klar. Oh Gott, falsche Taste. Das wollte ich nicht. Ach toll, jetzt habe ich die Hefte von meinen Kugeln verloren. Okay, ich muss mir merken, nicht Leertaste drücken, während ich die in der Hand habe. Und ich kann speichern, das heißt nichts Gutes. Und ich kann das kaputt machen. Körperteil, Körperteil. Ach, hallo du. Gut, dass du uns vorhin angegriffen hast. Gut. Okay. Da kann ich was mitnehmen, sehr schön. Da kann ich weiter. Oh, warte, da muss ich, glaube ich, sogar entlang. Und diese Halle sagt mir nichts Gutes. Okay. Wir müssen hier entlang. Deswegen können wir auch speichern. Alles klar, da passiert gleich irgendwas. Danke, Scheinwerfer, dass du mir so schön zeigst, dass es dort was gibt. Und jetzt speichern. Jo. Ich habe mich gerade gekratzt und das tut gerade sehr weh.
Ich dachte, es wäre nur harmloses Kratzen, aber dann habe ich ich habe dabei voll vergessen. Nochmal. Ich dachte, es wäre nur harmloses Kratzen. Und dabei habe ich vollkommen vergessen, dass ich ziemlich lange Fingernägel habe. Deshalb habe ich mich echt übelst selbst gekratzt. Und das sind Minen. Warum brauchen wir Minen? Was wird uns gleich angreifen? Ich habe kein gutes Gefühl. Aber wir haben unsere neue Waffe, die aus irgendeinem Grund explodiert, wenn ich aus Versehen Leertaste drücke. Irgendjemand ist dort, ja. nein, ich will nicht. Okay. Was passiert, wenn ich einfach durchrenne? Und was passiert, wenn ich ganz vorsichtig mich am Rand entlang... Ja, der möchte, dass ich mittendrin durchgehe. Ich glaube, ich werde einfach nur ganz vorsichtig mit dem Rücken zur Wand entlang laufen. Und da ist eine Stasi-Station. Ach, ich sag immer Stasi. Ich habe herausgefunden, weil ich bin ja in Deutschland aufgewachsen. Ich ging dort zur Schule. Ich habe gelernt S und T. Du sagst immer St. Aber dem Anschein nach sagst du nicht Stasi, sondern Stasi. Und das, für mich klingt das so seltsam. Jedenfalls hier ist eine Stasi-Station. Schau, da haben wir es wieder. Station. Du sagst nicht Station, du sagst Station. Du sagst nicht Straßen, du sagst nicht Straßenbahn, du sagst Straßenbahn. Und das ist so seltsam für mich, dass ausgerechnet dieses eine Wort eine Station ist. Ich kann nicht mehr richtig sprechen. Ich kann nicht mehr. Auf jeden Fall, hier haben wir einen Pixar. Warte. Pixar, ein großer Raum. Und Minen. Irgendetwas sagt mir, dass wir auf diese Viecher treffen, die in Gruppen erstens angreifen und zweitens uns zuerst anschauen und nicht sofort angreifen, sondern eher erstmal ganz kurz durch den ganzen Raum springen. Wisst ihr noch, welche ich meine? Von dem einen Video, wo wir in dieser Kathedrale oder was auch immer das gewesen ist, waren. Ich glaube, das war vor 2 oder 3 Videos. Diese komischen... Ja, die, seht ihr? Die meine ich. Die uns nicht direkt angreifen, sondern genau vor uns hüpfen, wegrennen, dann wieder herkommen. Diese Viecher. Ja, nee, ohne mich, du. Ich gehe jetzt mal. So, vielleicht kann ich sie von oben ausschalten. Ich habe keinen Bock auf diese Teile. Ich mag sie überhaupt nicht. Die halten für meinen Geschmack viel zu viel aus und außerdem greifen die nur in Gruppen an. Und ich habe keine Pixar. Ich habe gerade meinen Pixar aus Versehen weggeworfen. Ich sehe sie nicht. Das heißt, ich kann sie nicht erschießen. Mist. Auch wenn ich damit reinzoome. Ja, ich sehe sie nicht. Na toll, die verstehen. Das heißt, man muss runterkommen. Man kann nicht das Spiel irgendwie austricksen. Ach, Manu, das ist sogar noch so ein großer Raum. Das heißt, da werden ganz viele sein. Ach, wir probieren mal unsere neue Waffe aus, weil warum nicht? Oh nein, ich muss rüpsen. Oh Gott, jetzt geht's wieder. Ja, auch Frauen rüpsen hin und wieder. Besonders, wenn sie gerade eben was versucht haben zu essen, aber nur die Hälfte bekamen und die andere Hälfte an ihren Mund ging. Alter, der ist so... Ach, da bist du! Ach, da bist du! Die kommen nicht in diesen Raum rein, da ist irgendwie so eine unsichtbare Wand. Ein Hund auf jeden Fall. Ich muss noch ein weiteres Video über den machen. Er ist nämlich schon ziemlich alt und... Ja, ich möchte so viele Videos und Fotos von ihm haben, wie möglich, solange ich noch Zeit habe. Klingt traurig, aber... Naja. Nein, du greifst mich... Ups, falsche Taste. Okay, jedenfalls, das hat funktioniert. Na los, komm her, komm her. Wenn ich nur schieße... Seht ihr, wie viel die aushalten? Egal, wie viel ich schieße... Das stört den nicht. Ich muss erstmal Leertaste drücken und mich selbst in die Luft jagen, dann geschlagen werden, damit irgendwas mit denen passiert. Oh Gott, ich habe gerade den Arm. Ich habe deine Beine abgeschossen. Oh Mist, ich habe vergessen nachzumachen. Ich habe dich kaputt getreten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich keine Munition mehr. Ich habe meinen Schatz in der Hand. Soll das etwa heißen? Ja, ich habe keine Munition mehr. Ach, Menno. Ach, Menno, dann gehe ich eben wieder. Keine Lust auf das Ganze hier. Nein, okay, ich mache doch nur Spaß. Und ja, mein Hund. Ich komme anderen vom Thema raus. Mein Hund ist immer noch der süßeste auf der ganzen Welt. Aber schon 13 Jahre alt. Ich muss schauen, vielleicht finde ich irgendwelche Bilder von ihm, wo er noch ein Welpe gewesen ist. Ein ganz kleiner.
Muss ich schauen, das kann ich dann. Da kann ich auch ein Video drüber machen dann. Und einfach mal ein bisschen erzählen. Ich kann mich leider nicht mal an viel erinnern. Ich hatte da einen sehr interessanten Unfall, aber ich kann das erzählen, was ich noch weiß. Und ich habe eine Leiche langsam gemacht. Wow. Hey, weg. Oh, weg. Okay, mein Schatz hilft nicht wirklich viel bei diesen Viechern. Das ist traurig. Das heißt, ich verschwende gerade nur Munition, aber während ich das aufgenommen habe, habe ich das nicht realisiert. Hallo, Vergangenheits-Ich, hör auf! Das bringt nichts, du verschwendest nur Kugeln oder was auch immer da gerade abgeschossen wird. Nein! Oh Gott. Da hat gerade die Leiche mitgenommen. Sehr schön. Okay, das hebe ich auf, denn das brauche ich. Nachladen. Na los, komm her! Mit meiner Waffe, die dann gar nichts bringt. Vielleicht muss ich warten, bis sie richtig nahe kommen. Keine Ahnung, aber so bringt sie schon mal gar nichts. Bleibt da liegen? Halt, warte. Hier ist doch noch einer, oder? Ich glaube, der bleibt liegen. Ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft, ihn zu töten. Wow. Na dann. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dafür, dass ich mich so richtig unprofessionell verhalten habe. Na gut, ich habe das ja schon öfters gesagt, auch bei anderen Spielen. Ich möchte euch nicht zeigen, wie gut ich bin, weil ich bin echt nicht gut. Ich möchte einfach nur das Spiel mit euch zusammen genießen. Es gibt ja ein paar Leute, die machen eins auf mega perfekt und so. Nee. Nee, nee, nee. Kann das explodieren? Ich glaube, das waren diese Teile, die explodieren. Ich glaube... Auf die hätte ich auch benutzen können. Und das sind auch ein paar Spitzen oder... Wie habe ich die vorhin genannt? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss mal ganz kurz was Ekliges machen, weil ich gerade kaum Luft kriege. So, das war jetzt sehr ekelhaft, aber... Ich bin ein Nasenatmer. Und ich kann nicht aus meinem Mund atmen, deswegen habe ich gerade keine Luft bekommen. Schnupfen ist für mich die Hölle. Ich habe gerade was gehört. Oh Gott, ich hoffe, das war jetzt nichts Schlimmes. Ich sag euch ja, ich mache mir gerade echt ein bisschen Sorgen um meinen Hund, weil er draußen ist und ich lasse ihn nicht gerne raus, wenn es dunkel draußen ist und spät. Jetzt habe ich irgendwas gehört. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich schau gleich nach, aber jetzt mache ich das noch fertig. Oh toll, da darf ich wieder was machen. Auf jeden Fall ja. Ich kann nicht durch meinen Mund atmen und Schnupfen ist die Hölle für mich. Da kriege ich gar keine Luft mehr. So wie jetzt. Und nochmal. Und ein drittes Mal. Da war es gerade. Yay. Mein Hals kratzt auch ein bisschen, aber das kommt nicht von einer Erkältung, die ich habe, denn ich habe keine Erkältung. Mein Hals kratzt einfach nur, weil... Oh, hallo. Ich ein bisschen heißer bin. Ich habe die letzten Tage ein bisschen viel gemacht. Jetzt bin ich etwas heißer. Also mein Hals kratzt. Meine Stimme habe ich noch nicht verloren. Das mir passiert mir vielleicht morgen. Was echt blöd ist, weil morgen kriege ich Besuch von Gast. Hallo? Die Schritte können den Marker zerstören. Schritt 1. Krieche in die dunkle Maschine. Schritt 2. Die Schrauben sind so fest. So fest. Ich verstehe nicht. Oh, nein, er ist zurück. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Ich sag's euch, irgendwas ist so richtig falsch mit dem Typen. Irgendwas. Und wir haben genau dasselbe Problem. Ich möchte nur mal auf diesen Flashback mit der Spritze hinweisen. Was? Das war kein Flashback. Auf diesen Moment hinweisen, wo wir uns selbst mit der Spritze angegriffen haben und dachten, es wäre unsere tote Frau. Wenn das unsere tote Frau ist, hallo? Was? Hä? Da ist ja jemand. Und die lebt. Oh mein Gott. Und sie schießt. Oh mein Gott. Was ist denn das für eine? Die sieht ja gar nicht glücklich aus. Und sie hat uns gar nicht bemerkt. Wir sind an der anderen Seite, haben auch eine Knarre in der Hand. Sogar so eine Knarre Taschenlampe-Kreuzung. Wir leuchten direkt auf sie. Und sie hat einfach mal so gar keine Reaktion. Alles klar. Läuft bei ihr, würde ich mal sagen. Oh, hallo. Und tot.
Das war jetzt eher weniger überraschend. Ich glaube, er hätte erst übers Geländer springen sollen, als wir an ihm vorbeigelaufen sind, aber das ist viel zu früh. Tja. Und Geld. Geld, Geld, Geld regiert die Welt, 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 sogar in einem Computerspiel. Da, 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 da. Wie kann die uns nicht sehen? Wir stehen direkt hier, wir laufen rum, wir treten Sachen, machen Krach, leuchten im Dunkeln und die bemerkt uns nicht. Schau, sogar wenn ich hier stampfe. Wir sind nicht einmal so weit weg wie... Ach, jetzt bemerkt ihr uns. Bleiben Sie zurück. Wenn Sie reden wollen, dann von da aus. Sagen Sie nicht, Sie wollen mir helfen. Der Letzte, der das behauptet hat, wollte mich töten. Ganz ruhig. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Ganz genau. Und wenn Sie es versuchen, sind Sie tot. Ich möchte mal darauf hinweisen, wie die Blondine in der letzten Folge sich als eine Bitch herausgestellt hat und die Brünette jetzt diejenige ist, die ziemlich cool drauf ist. Ich möchte nur mal darauf ganz kurz hinweisen. Ich bin Isaac. Ellie. Was wollen Sie, Isaac? Ich versuche, zum Transitknoten durchzukommen. Ich muss unbedingt zum Regierungssektor. Und was glauben Sie, was wir hier versuchen? Hey, ich kann Ihnen helfen. Außerdem haben wir bessere Chancen, wenn wir zusammenbleiben. Meinen Sie nicht auch? Keine Chance, Isaac. Andere Leute sind nur Ballast. Ich öffne Ihnen die Tür. Aber danach sind Sie allein. Und bitte, folgen Sie mir nicht, okay? Warten Sie, warten Sie. Ach, Manu, ich habe mich schon drauf gefreut, dass wir jetzt einen Partner haben werden. Aber nein. Wie immer, wenn wir auf andere Menschen treffen, sagen sie nur kurz Hallo und dann verpissen sie sich wieder. Das Leben als Isaac ist schwer. Das Leben eines Isaacs. Das war sogar schon in der Bibel so. Ich kann nicht reden. Oh nein, die Teile sind wieder zurück. Und du hast dich bewegt. Was ist falsch mit dir? Das ist echt ekelhaft. Oh. Warte, dich treffe ich nicht bei... Oh, Wand! Geh weg! Okay. Und da ist noch alles. Oh nein! Ich musste wieder gehen hin. Ich bin Schande. Oh, da können wir was machen. Warum wird auf einmal alles rot? Was zur Hölle? Geht das wieder weg? Okay. Wir können auch speichern, aber ich traue dem Ganzen nicht. Das letzte Mal, als diese Atmungsminen-Alien-Teile da gewesen sind, wurden wir angegriffen. Aber wisst ihr was? Ich kaufe jetzt erstmal was. Nicht wirklich. Ich möchte ja unsere Standardwaffe loswerden. Die hier. Bewegen. Ich werde die nicht verkaufen. Es kann ja sein, dass ich ihn später wieder haben will. Aber die ist mir zu langweilig. Jedenfalls, stattdessen nehmen wir irgendwas anderes. Ich hab's nicht so mit Nähten. Einen Flammenwerfer haben wir noch gar nicht ausprobiert. Also der sieht gut aus. Ich glaube, den probiere ich auch mal aus. Wie schön sieht er denn aus? Ah, so schön. Alles klar. Dann schauen wir mal, wie effektiv er ist. Wisst ihr was? All meine Waffen sind ab sofort eine Sie. Weil die Waffe. Also, dann schauen wir mal, wie effektiv sie ist. So. Ich glaube, das macht man auch mit Schiffen. Dass ein Schiff immer eine Sie ist. Aber mit Waffen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Okay, ich höre irgendwas atmen und das greift mich in den Wahnsinn. Ja, treibt mich in den Wahnsinn. Aber ich sehe noch gar nichts. Oh, ich sehe ich schon. Alles klar. Oh nein, da ist ein Dicker. Kopf, Arm weg und jetzt kommt der Kopf. Oder der andere Arm, das geht auch. Bitte sag nicht, dass all deine kleinen Kinder wieder rauskommen. Nein, sie scheinen alle tot zu sein. Gut. Dieses Atmen. Irgendwo ist ein Viech. Da hinten! Und da oben!
Die können auch an der Decke sein, na großartig. Okay, das ist weg. Hier sind wir soweit sicher. Würde ich sagen. Jetzt seid hier, dahin. Jetzt kommst du weg. Hier haben wir Geld. Oh nein, mein Hintern juckt. Nein! Okay, da ist ein Roboterladen. Hier ist ein Viech. Geld, danke. Da ist eine Spitze, die brauchen wir aber nicht. Spitze und Spitze sind zwei sichtbare Wörter. Au, okay, einer von denen ist ein Kotzer. Das wusste ich nicht. Einer von denen ist aber ein Kotzer. Du bist ein Kotzer. Bitte greif mich nicht an. Ich mag das hier nicht. Nein, er spuckt. Spuck mich nicht an. Dein Kopf muss weg. Danke. Ich mag Kotzer nicht. Sie kotzen. Und da draußen sind Menschen gewesen. Haben einfach mal ganz schnell Hallo gesagt. Da ist ein Atmer. Wir haben Kotzer, wir haben Atmer, wir haben Dicke. Da ist noch ein Atmer. Da ist noch einer. Ach, dann haben wir die Standardviecher. Oder McDonald's Hackfleisch, je nachdem. Und wir kriegen unser Zeug. Dann haben wir noch die Kleinen. Die Kinder. Wir haben mittlerweile sehr viele Aliens. Ich weiß nicht, wie ich die nennen soll, die nur, die wir am Anfang der Folge, nicht am Anfang, die wir in dieser Lagerhalle gerade eben bekämpfen mussten. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die nenne. Aber sie funktionieren ein bisschen wie Wölfe. Das ist mir aufgefallen. Au! Hä, von wo? Ach, von hinter mir! Da! Geh weg. Wenn ich treffe, wäre es besser. So, der ist tot. Und nur noch der Kotzer. Alles klar. Nein! Hör auf zu kotzen. Ich weiß, das ist eigentlich das, was du tust, aber ich mach's das nicht. So, Kopf weg, Arm weg, du bist tot. Alles klar. Da würde ich noch schnell mein Zeug holen. Wir haben wieder Munition für diese Waffe. Alles klar. Hole ich mein Zeug. Das habe ich schon. Und dann speichere ich nochmal und beende die Folge. Geld. Ja, hier geht es dann weiter. Dann sind wir wieder in der Kinderabteilung. Na, großartig. Ihr wisst ja, wie sehr ich Kinder mag. Besonders die in diesem Spiel. Aber na gut, wir laufen mal zurück zur... Da war gerade was. Ach, das kann ich eh nicht aufheben. Oder doch? Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht so sehr aufgepasst. Jedenfalls, ich gehe nochmal zum Shop. Was mache ich da? Ach, Munition kaufen. Impulsgewehr heißt es. Ja. Jetzt hole ich mir Munition fürs Impulsgewehr. Also. Das da. Ja. Los. Ja. Na, jetzt haben wir es. Gut. Jetzt kann ich mir keine mehr kaufen. Passiert. Und... Davon nehme ich mir auch noch welche mit. Das war's aber dann. Okay, dann speichere ich jetzt. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss.